Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Mein Name ist Pyron und wie ihr sehen könnt, sind wir gerade auf dem Ignite-Server. Beziehungsweise könnt ihr nicht sehen. Ist kurz zurück, damit ihr es sehen könnt, ja. Wir sind gerade auf dem Ignite-Server, ja. Ich bin gerade auf dem West-Nordamerikanischen Server, weil, und das ist ganz wichtig, ich auf dem offiziellen Ignite-Server in meiner Region schon fertig bin, ja. Und damit ihr Bescheid wisst, warum ich in Amerika spiele. Und wenn man fertig ist, funktioniert das, was ich euch zeigen möchte, nicht mehr. Ich habe so ein paar Neuigkeiten, ein paar Infos, ein paar mehr Infos. Gerade für neue Spieler oder Wiederkehrer, die nicht so den Plan haben, für alle Veteranen. Ihr werdet wahrscheinlich schon fertig sein, so wie ich. Für euch ist das nicht relevant. Vielleicht sind aber Tipps dabei, die ihr noch nicht kanntet oder von denen ihr noch nichts wusstet. So. Gehen wir davon aus, ihr habt schon einen Main-Character, ja? Jetzt stellen sich euch wahrscheinlich ein paar Fragen. Was sollte man machen? Egal, ob man ein ganzes Roster übernimmt oder kein Roster übernimmt. Was sollte man machen? Wie funktioniert das mit der Übertragung und so weiter und so fort? Ich habe jetzt so zwei, drei Tipps für euch. Ja? Zwei, drei Tipps. Zuallererst, das Wichtigste ist, wenn ihr einen Main-Character, also den Charakter, den ihr übertragen möchtet, egal, ob ihr die Roster-Übertragung macht oder die Charakterübertragung, ihr könnt immer nur einen Charakter übertragen. Egal, wie ihr das macht, ja. Bei der Roster-Übertragung habt ihr die Möglichkeit, euer Roster-Level und so weiter mitzunehmen und den vorherigen Spielstand auf dem Legacy-Server zu überschreiben, ja, mit dem Charakter und dem Roster-Level und den Side-Quests und so, die ihr gemacht habt. Und mit der Charakterübertragung könnt ihr diesen Charakter, den ihr ausgewählt habt, ja, in ein bestehendes Roster hinzufügen, ja. Das ist wichtig. Die beiden unterscheiden sich. Was aber beide gemein haben, ist, dass ihr unbedingt euren Charakter, den ihr euch ausgewählt habt, auf ein Item-Level von 1620 pushen möchtet. Und ich zeige euch jetzt, warum. Ja? Wenn der hier lädt. Es ist immer schwierig auf dem amerikanischen Server, der Ping und so, bla bla. Das Spiel macht auch aktuell ein paar Faxen bei mir. So, ihr wollt 1620, also das, was ihr auf jeden Fall machen möchtet, ja, zu 100% ist 1620 pushen. Warum? Warum wollt ihr den Charakter auf 1620 pushen? Ihr kennt alle dieses Bild. Das kommt immer am Anfang, das nervt euch, blablabla, ihr müsst das immer wegklicken. Super nervig. Ja? Auf diesem Bild seht ihr drei Schatztruhen. Diese drei Schatztruhen werdet ihr nicht bekommen. Ihr werdet eine dieser drei Schatztruhen bekommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Habt ihr einen Charakter übertragen? Ja, beziehungsweise erstmal, wie bekommt ihr die Schatztruhe? Ab dem 3. Also die Server sind aktiv bis zum 27.11., also 27. November. Ja? Und ab dem 23. Oktober, also nächste Woche Mittwoch, könnt ihr eure Charaktere übertragen. Ja? Ihr könnt die, sobald ihr euren Charakter übertragen habt, bekommt ihr eines dieser drei Belohnungen anhand des Item-Levels des übertragenen Charakters. Das heißt, wenn ihr einen Charakter zwischen 1600 und 1610 habt, bekommt ihr diese Kiste hier. Und die ist kompletter Much, die wollt ihr nicht. 5000 Gold könnt ihr nichts mit anfangen, ist halt einfach gar nichts. Die 10 Millionen Silber können die sich sparen und der ganze Kram hier. Also wer das hierfür macht, braucht auch gar nicht spielen. Bin ich ganz ehrlich. Ja? Dann gibt es zwischen 1610 und 1620 diese Kiste. Diese Kiste ist schon wieder ein bisschen Schmackofazzi. Ja? Gebundenes Gold bedeutet, ihr könnt das nur fürs Upgraden verwenden. Für Transzendenz, für Elixiere etc. pp. Das ist sehr, sehr gutes Gold. Das könnt ihr auf jeden Fall gebrauchen. Ihr könnt nichts damit im Markt kaufen, um einfach zu verhindern, dass Bots das Gold verkaufen können. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch gut so. Sehr wichtig. Ja? Ihr bekommt 15 Millionen Silber, ihr habt sehr viele Upgrade-Materialien. Das ist schon okay-ish, würde ich sagen. Also ist gar nicht so schlecht, ist okay. Ja? Und jetzt kommt die Königsdisziplin und das ist das, was ich euch auf jeden Fall raten möchte. Bringt euren Charakter auf 1620 plus. Also 1620 macht da Stopp oder pusht weiter. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr möchtet. Ja? Je nachdem, wie viel ihr spielen wollt. Ob es jetzt euer Hauptroster sein wird oder ob es ein Teilcharakter sein wird, das entscheidet ihr. Ihr wollt diese Kiste haben. Es sind 200.000 Gold, es sind 50 Millionen Silber, es sind T4 Level 6er und 7er Gems. Die Level 6er Gems gehen aktuell für 20.000 Gold. Ja? Da sind 6 Stück drin. Das heißt, hier habt ihr 120.000 Gold und die gehen aktuell für 75.000 bis 80.000 Gold. Ja, wenn ihr Glück habt. Also die sind so ungefähr bei 22.000, 23.000. Und hier habt ihr auch nochmal 2 Stück drin, die auch nochmal ungefähr 150.000 Gold sind. Das sind auch nochmal 300.000 Gold, die ihr habt. Dann spart ihr hier auch nochmal irgendwie knapp 100.000 Gold. Ja? Ihr kriegt Elixiere geschenkt. Ihr habt nochmal dieses Buch, was hier ist. Ja, wenn ihr hier
zum Beispiel Adrenalin, Groll oder so auswählt, spart ihr nochmal knapp 100.000 Gold. Ja, und die Bücher werden gekauft. Die werden wirklich gekauft für 120.000 Gold. Davon braucht ihr auch irgendwie 5 oder 20 Stück oder sowas. Ja, ihr bekommt T4 Ability Stones, was sehr, sehr nice ist. Ihr bekommt Honing Materials ohne Ende. Die sind okay. Das hier ist crazy. Das sind einfach 300.000 Shards zum Pushen direkt am Anfang. Ihr bekommt die ganz neuen Card Packs, Selector Packs, die absolut geil sind. Also die alten Selector Packs, ihr bekommt die ganz neuen Card Packs, die Vierer. Ich ganz viele Random Packs natürlich, ganz viel Zusatzstuff. Ihr bekommt ein komplettes Set, das heißt, ihr müsst das nicht mal farmen. Ich musste für einen Charakter zum Beispiel eine Stunde farmen, was absolut geisteskrank ist. Ihr habt die Möglichkeit, einen Legendary Skin zu bekommen. Ja? Die Chance liegt bei 10%, je nachdem, was ihr auswählt. Und ihr bekommt ganz viele Upgrade-Materialien, was sehr, sehr nice ist und was sehr, sehr viel Gold spart, obwohl ihr super viel Gold bekommt. Deswegen rate ich euch, euren Main-Charakter auf jeden Fall auf ein Item-Level von 1620 zu boosten. So. Was ich euch noch rate, ist folgendes. Ihr habt die Möglichkeit, in diesem Rising Express zwei Dinge zu bekommen. Einmal ein Elixier-Set, ein Level 40er, was Trash ist, also was nicht gut ist, aber was eine gute, solide Grundlage bietet. Ja? Ihr bekommt, wenn ihr wollt es, auf einem Item-Level, also wenn ihr jetzt Alt und Q drückt, ja, beziehungsweise Alt und Ü könnt ihr machen, das ist sogar einfacher. Wenn ihr wollt es, ja, das ist der hier, Trumpet Garden, mit einem Item-Level von 1600, das erste Gate abschließt. Ihr müsst nur Gate 1 machen. Ja, ob ihr Gold dafür bekommt oder so, ist egal. Ihr müsst nur das erste Gate abschließen, das ist diese Pflanzenolle. Wenn ihr die besiegt habt, ja, Guide ist unten in der Videobeschreibung hierzu verlinkt, ja, dann, damit das einfacher für euch läuft. Dann bekommt ihr die Möglichkeit, Elixiere zu craften und automatisch kriegt eure Ausrüstung Elixiere schon draufgecraftet, ja. Also ihr schließt das ab, ihr nehmt die Belohnung hier an, ja, und automatisch habt ihr ein Level 40er Set. Zwar das Lux-Set, was nicht so geil ist, aber ihr habt ein Level 40er Set und damit könnt ihr dann später rumhantieren und das verbessern und so weiter und so fort, ja, was sehr, sehr nice ist. Und wenn ihr dann noch ein Item-Level von 1610 erreicht habt, ihr wollt ja sowieso 1620 machen, solltet ihr Themain, und da ist die Schwierigkeit, ihr solltet Themain Gate 1 laufen auf dem Server, weil ihr dann auf eurer kompletten Ausrüstung 9 Blüten bekommt, also 45 Blüten von der Transzendenz, was immens viel Gold sparen kann, wenn ihr Pech habt. Also, beziehungsweise zum Glück für euch, werdet ihr immens viel Gold sparen, weil ich hatte sehr, sehr viel Pech. Ich habe zum Beispiel für 42 Blüten auf eine meiner Charaktere 200.000 Gold gezahlt. Und ihr kriegt einfach so 45 Blüten geschenkt. Was absolut geisteskrank ist. Und die Effekte bei der Transzendenz sind egal wo gleich. Es gibt kein Min-Max oder so. Habt ihr eine Transzendenz drauf, dann ist die fertig. Dann ist sie genauso wie, als wenn ihr die auf dem Legacy-Server macht, was halt sehr, sehr nice ist. Diese beiden Sachen würde ich euch auf jeden Fall raten. 1600, Voldus Gate 1, ja, Trampled Garden, und 1610, Themain Gate 1. Ja. Die beiden Sachen würde ich euch auf jeden Fall noch zusätzlich raten, zu dem Charakter auf 1620. Das ist jetzt erstmal der Trick, beziehungsweise das sind erstmal die Tipps, die ich euch geben würde. Ja, und eine kleine Erklärung. Jetzt wird es ein bisschen ausführlicher. Jetzt zeige ich euch, wie ihr Gold macht in Lost Ark auf dem Ignite-Server, um euren Charakter relativ zügig auf ein Item-Level von 1620 und höher zu pushen. Ja? Ab jetzt dauert das Ganze so 10 bis 15 Minuten. Ja, ich zeige euch nur, wie man pusht. Ja? Für die Leute, die das nicht interessiert, die schon fertig sind und so weiter, ihr könnt jetzt schon abschalten. Ich mache hier einen kurzen Cut, erstelle einen Charakter und dann gehen wir nach und nach durch, wie ich das machen werde. Ja? Ganz, ganz kurze Side-Note. Ich habe da gerade drüber nachgedacht und habe ein bisschen recherchiert, weil mein Charakter jetzt schon auf einem Item-Level von 1620 ist. Rein theoretisch, also so als kleiner Tipp, ja. Wenn ihr ein Item-Level von 1620 mit irgendeinem Charakter auf diesem Server erreicht, ja, bekommt ihr diese Zusatzquests nicht mehr, die wir genutzt haben, um Zusatzmaterialien zum Upgraden der kleinen Charaktere zu bekommen. Die bekommt ihr nicht mehr, das heißt, kleine Charaktere erreichen 1580 nicht mehr so einfach. Ihr müsstet dann Guardians laufen und so weiter und so fort, um die Materialien herzubekommen. Oder ihr müsstet den Event-Shop leer kaufen für Materialien. Rein theoretisch, ja. Das würde funktionieren, aber ist ein bisschen umständlicher, macht keinen Spaß. Das heißt, rein theoretisch könnt ihr, um Gold weiterhin zu generieren, ja, den Charakter auf einem Item-Level von 1619 oder so lassen, also unter 1620. Ihr lasst einfach einen Teil auf 18, ja. Relativ easy. Und dann könnt ihr weiterhin mit neuen Charakteren Gold farmen.
Warum sollte man das tun? Zum Upgraden der Ausrüstung lohnt sich das nicht, weil das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht weiter als 1620 gehen. Das ist unmöglich. Ja? Ihr habt zwei Möglichkeiten, wofür ihr das nutzen könnt. Einmal für Elixiere. Ihr habt die Möglichkeit in einem Solo-Raid-Shop. Ja? Also wenn ihr Solo-Raids macht, bekommt ihr Solo-Raid-Münzen. Diese Solo-Raid-Münzen könnt ihr hier oben in dem Solo-Raid-Shop eintauschen. Auf der letzten Seite ganz unten gibt es die Möglichkeit, Elixiere zu kaufen. 3 Stück pro Woche, die brauchen Gold, um gerollt zu werden. Gold und Katalysatoren. Katalysatoren solltet ihr noch haben, rein theoretisch. Die bekommt ihr for free. Ich habe jetzt noch 1200, das reicht locker aus. Ja? Für 3 pro Woche auf jeden Fall. So. Und ihr habt die Möglichkeit, in der Theorie Transzendenz zu machen, über den Wert von 2 hinaus, beziehungsweise von 3 hinaus. Wir haben ja, die ersten 3 Stufen kriegen wir ja for free. Wenn wir Gate 1 abschließen, wenn wir Gate 2 und Gate 3 noch abschließen, können wir dann weitermachen, rein theoretisch. Dafür benötigt ihr auch Gold. Dafür kann man Gold farmen. In der Theorie, falls ihr darüber nachdenkt. Weiter upgraden geht nicht. Elixiere und Transzendenz gehen schon. Ja? Das wollte ich nur als Zeitnot geben. Ich hoffe, das hilft euch. So, da sind wir wieder. Ich zeige euch jetzt, wie man effizient und relativ zügig sehr, sehr viel Gold erstellen kann auf dem Ignite-Server. Ja? Ich hoffe, das bleibt dauerhaft bestehen, weil das sehr, sehr einfach ist und für alle sehr, sehr zeitsparend. Ihr könnt, und das ist sehr, sehr wichtig, es gibt eine Variante, beziehungsweise ihr habt den Event-Shop und in dem Event-Shop könnt ihr einmal pro Woche 3000 Gold rausholen. Das gebundene Gold, damit könnt ihr upgraden. Relativ easy. Solltet ihr machen, solltet ihr immer machen. Ja? Jetzt gibt es 2 Varianten, die ich euch noch anbieten kann. Es gibt eine Variante, wo ihr pro Charakter, den ihr jetzt gleich erstellen werdet, beziehungsweise wo ihr pro Tag 10.000 Gold machen könnt, für ungefähr eine Stunde Arbeit. Also ihr macht am Tag 10.000 Gold für eine Stunde Arbeit. Ungefähr. Ja? Kann ein bisschen mehr als eine Stunde sein, kann ein bisschen weniger sein. Ist ein bisschen luckabhängig. Also funktioniert garantiert zu 100%. Luckabhängig ist es nur, ob ihr pittet, dann dauert das ein bisschen länger. Wenn ihr es one-tappt, ein bisschen kürzer. Ja, ihr spart dann so 3-4 Minuten. Aber es funktioniert zu 1000%. Ich habe es jetzt auf 3 verschiedenen Servern gemacht, mit unterschiedlichsten Charakteren, also mit über 20 Charakteren schon. Funktioniert immer zu 100%. Ja. Und dann gibt es die Variante, wo ihr dann nochmal zusätzlich, also ihr macht 5000 Gold pro Woche, pro Charakter, also insgesamt 25.000 Gold am Tag. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, ihr braucht pro Charakter 35 Minuten ungefähr. Vielleicht sogar 40, je nachdem, welche Klasse ihr wählt, wie erfahren ihr seid, wie viel Glück ihr habt. Ja. So. Und ihr könnt das sogar noch weiter spinnen, aber das wäre zu viel. Also da lohnt sich der Zeitaufwand nicht. Ne? Aber so 30 bis 35 Minuten pro Charakter wäre der Maximalaufwand, den ich nehmen würde, eventuell. Ja? Gerade am Wochenende könnte man das mal machen, um so 30.000, 40.000 Gold zusammenzubekommen. So, was machen wir? Wir erstellen immer wieder Charaktere und pushen die auf 1580. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Ich fliege da jetzt einfach so drüber, ja. Schaut, dass ihr das ungefähr genauso macht. Ihr wählt egal welchen Charakter aus, ist komplett egal, wie der aussieht, ist komplett egal. Ihr nennt den egal wie, Hauptsache ihr könnt den Namen wiedergeben, um ihn später zu löschen. Weil die Löschfunktion alle 24 Stunden nur funktioniert, ja. Hier steht, alle 24 Stunden könnt ihr nur einen Charakter löschen. Ich habe ein Preset. Ja, ich nenne den Schmupalala. So, Schmupalala. Fertig. Charakter ist erstellt, es lädt eben. Wir gehen nach Trixion, wir wählen unsere Klasse aus, die Klasse ist komplett irrelevant. Es sei denn, und das ist ganz, ganz wichtig, es sei denn, ihr wollt 3600 Gold mehr machen, also die 35 Minuten Variante. Dann solltet ihr euch einen Charakter aussuchen, den ihr beherrscht, den ihr kennt, wo ihr Raids mitgehen. Gerade Breltshazzar ist relativ wichtig. Ihr werdet einen Charakter auf Item-Level von 1585 haben, ja. Und einen Raid laufen, der für 1490 bzw. 1520 ist. Ja? So. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mit dem 1585er Char, wenn der fertig ist, Breltshazzar zu laufen, da nochmal 3680 Gold zusätzlich zu generieren. Ihr müsst aber Gate 1 bis Gate 4 machen. Und Gate 4 ist für viele problematisch. Wenn ihr 1, 2, 3 schafft oder 1, 2, sind es trotzdem knapp 1000 Gold mehr, die ihr bekommen könnt. Was sehr, sehr nice ist, wenn ihr das machen möchtet. Ja? So. Wir erstellen den Charakter, wir wählen unsere Klasse aus. Bei mir ist es jetzt gerade egal, ja. Ich wähle jetzt einfach den Paladin aus, weil das meine Main-Class ist. Kenne ich mich mit aus, ja. Wir erstellen den Paladin. Es ist, im Grunde ist es egal. Komplett irrelevant.
So, er schreit jetzt rum, er macht so zwei, drei Faxen. So, nice, du hast ein cooles Schwert, so. Fertig, steckt das Schwert weg. Wir können es leider nicht skippen, ist halt sehr, sehr schade, dass man gerade das hier nicht skippen kann. Man kann hier so eine Art Mini-Speedrun machen. Mit Shift-G könnt ihr skippen, ja, ihr haltet Shift gedrückt und spammt einfach G durch. Das hier könnt ihr skippen mit Escape. So, dann skippen wir den kompletten Prolog, weil der komplett irrelevant ist. Wir wollen nur 1580 erreichen und wir wollen nur das Gold daraus haben. Mehr nicht. Ihr könnt rein theoretisch immer wieder denselben Charakter erstellen, das machen sehr, sehr viele. Farmen Gold, Gold, Gold und das machen wir jetzt auch gleich, das zeige ich auch. Das ist ein kleiner Trick, den ihr machen könnt. Ihr benutzt die Quality Upgrades, die ihr bekommt, für die Waffe und für die Rüstung, um einen Charakter zu erstellen mit der bestmöglichen Qualität. Ja? Wenn ihr zum Beispiel einen Damage Dealer haben wollt und ihr wollt eine 100er Waffe haben oder im Durchschnitt eine sehr, sehr gute Qualität, alles 95 plus oder so, dann erstellt ihr immer wieder denselben Charakter, ihr farmt damit Gold. Ja? Und ja. So, ich habe jetzt J gedrückt, um die Quest auszublenden, weil mich nervt das, wenn hier drunter noch eine Quest ist. Ich habe die einfach nur ausgeblendet. Das, was wir machen möchten, ist das hier. Rising Express aktivieren. Wir wählen den Style aus, den wir haben möchten. Ja. Ich mache jetzt mal Judgment, ist komplett egal. Wir wählen einfach Judgment aus, wir nehmen die Kiste entgegen. Wir haben die Quest abgeschlossen. Die nächste Quest ist für uns nicht relevant, die gibt uns nur Silber. Komplett egal, wir skippen die. Die darauffolgende Quest für den Chaos Dungeon ist die, die wichtig ist. Wir müssen jetzt die Kiste mit der Ausrüstung aufmachen. Welche Ausrüstung wir wählen, ist komplett irrelevant. Wir öffnen die Kiste. Wir ziehen alles an, damit wir ein Item-Level von 1540 haben. Ja? So. Hose anziehen. So, wir haben ein Item-Level von 1540. Mach die andere Kiste schon mal auf, die wir bekommen haben, weil wir die Materialien gleich brauchen. Jetzt drücken wir Alt und Q, gehen auf den Chaos-Dungeon, wählen den Chaos-Dungeon für 1540 aus, gehen rein und porten direkt wieder raus. Für uns ist es nur wichtig, dass wir die Belohnung aus der Growth Quest bekommen. Wir kriegen Upgrade-Materialien, wir gehen direkt wieder raus. Ja? Super easy. Dasselbe machen wir jetzt gleich mit Hanumatan, aber bei Hanumatan ist es ganz, ganz wichtig, beziehungsweise beim Guardian Raid. Ihr müsst nicht Hanumatan machen, ihr müsst nur einen Guardian Raid betreten. Ja? Ihr drückt Alt und Q, ihr geht auf den Guardian Raid, ihr geht auf irgendeinen Guardian Raid. Wenn das hier nicht laggen würde, dann es laggt halt. So, ist immer wegen dem neu reinladen und wieder, ich habe einen alten Rechner. So, ihr geht rein. Es ist egal, welchen Guardian Raid ihr reingeht. Ihr geht rein. Ja. Und dann müsst ihr gleich F2 drücken, um eure Songs zu öffnen, eure Lieder. Und dann das Lied der Flucht. Ihr kriegt die Belohnung wieder. Ihr drückt F2, Lied der Flucht. Und ihr geht raus. Er sagt euch, wenn ihr jetzt rausgeht, kriegt ihr einen Penalty und könnt danach erstmal nicht mehr joinen. Ja, ist für uns aber nicht relevant. Ja. So, wir werden bestraft, aber die Bestrafung juckt uns nicht, weil wir eh kein Guardian laufen möchten. So, die nächste Quest skippen wir, weil die nicht wichtig ist. Das ist einfach etwas mit der Arkesia-Tour. Ja. Eine Alt-J ist erstmal Unas-Task, für uns nicht relevant. Dann Honing, die ist wichtig, ja, weil die wieder Upgrade-Materialien gibt. Das heißt, wir teleportieren uns nach oben zu dem Upgrader. Das ist dieser große Hammer, Thor's Hammer. Dort gehen wir hin. Ja. Und wir fangen schon mal an, abzugraden. Wir müssen nichts kaufen, wir haben alles schon bekommen, ja. So, bitte tut mir einen Gefallen und upgradet alles gleichmäßig. Wir wollen erstmal alles auf plus 17 haben, ja. Das heißt, ihr werdet Upgrade auswählen, werdet die Charts hinzufügen, ihr macht hier unten den Haken rein, wählt das Buch aus und dann spammt ihr so lange durch, bis ihr das Upgrade habt. Ja? Wenn der Pity geht, geht der Pity, wenn nicht, dann nicht. Es ist komplett egal, es ist nicht relevant für euch. Ihr wählt wieder den Haken aus. Wenn ihr den Haken drin habt, nimmt ihr automatisch immer die Bücher und ihr müsst nicht überlegen. Ja? Ihr könnt einfach durchdrücken, die ganze Zeit. Level 17 und wir gehen auf das nächste Teil. Ja, wir wollen alles auf Level 17, dann sind wir nämlich bei einem Item-Level von 1560. Je schneller das hier geht und je günstiger das hier wird, desto einfacher wird das. Solche Sachen, zum Beispiel 2-Taps sind absolut fein, 1-Taps sind nice, 3-Taps sind nice. Wenn der Pity dauert das halt ein bisschen länger, aber das ist nicht schlimm. Bei 74%, 94%, jetzt ist der bei einem Pity, aber das juckt uns gar nicht, ist uns komplett egal. Kann nicht einfacher sein für uns, ja. So, das machen wir jetzt, bis alles plus 17 ist. Wenn der wieder Pity geht, geht halt wieder Pity. Interessiert uns nicht, ja. 98, nein, next. Ist ein bisschen tedious, weil ihr das mit 5 Charakteren macht. Aber das Ganze dauert 10 Minuten und dann seid ihr da durch. Dann habt ihr das erledigt und fertig ist. So, ihr seht jetzt gerade, die Shards werden weniger, ja. Wir sind bei 52, wird ein bisschen eng. Aber keine Sorge, ihr habt ja jetzt gerade die Quest gehabt, ihr müsst honen.
Wenn ihr jetzt zum Beispiel, gehen wir davon aus, keine Ahnung, meine Shards sind aus, klicke ich hier drauf und bekomme die Shards einfach wieder und kann direkt weitermachen. Wir upgraden weiter und weiter. So, 17 wollen wir erreichen mit allen Teilen. Ganz, ganz easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bei 7 ist er drin. Sehr, sehr nice. Bei 10 hat er der sein maximales Potenzial immer erreicht. Bei jedem Upgrade rein, theoretisch. So, wir drücken durch, drücken durch, drücken durch. Was haben wir? So, wir haben nicht mehr genug Materialien. Wir sind jetzt nicht bei einem Item-Level von 15, 60. Wir kriegen nicht die nächste Kiste. Was machen wir? Wir klicken hier drauf. Ja, er sagt uns, geh bitte in einen Abyssal Dungeon. Okay, wir wählen den Abyssal Dungeon aus. Wir gehen auf den Solo-Modus, wir entern. Wir gehen rein, geben die Quest ab und gehen wieder raus. Das Ganze habe ich euch in einem anderen Video schon gezeigt. Ja? So, ihr geht rein, gebt die Quest ab, stopp und wieder raus. Fertig. Ihr habt kein Gold bekommen. Also der Dungeon ist für euch nicht geschlossen, weil ihr ihn nicht abgeschlossen habt. Das heißt, ihr könnt zu einem späteren Zeitpunkt diese 2800 Gold, die ihr hier bekommen könnt, immer noch abholen, wenn ihr möchtet. Ja? Aber ihr habt die Upgrade-Materialien bekommen und die sind für uns wichtig. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal mit einem normalen Raid. Geht jetzt auf einen Legion Raid und da ist es egal, welchen ihr auswählt. Er sagt zwar, ihr sollt Brelchasa nehmen, aber müsst ihr nicht. Ihr geht einfach, zum Beispiel, ich gehe jetzt Waltern. Ja, einfach um einen Klick zu sparen. Normalerweise hätte ich Brell auswählen müssen und so. Ist komplett irrelevant. Ja. Der lädt jetzt. So, wir drücken Escape. Wir geben das Ganze ab. Wir gehen auf Stopp oben links und fertig. Das war's. So, jetzt haben wir alle Materialien, die wir benötigen, um voranzukommen, haben wir bekommen. Mehr brauchen wir nicht. Das ist alles. Wir sind komplett durch jetzt. Jetzt warten wir darauf, dass wir rausgeportet werden. Und jetzt geht es nur noch darum, abzugraden. Mehr nicht. Jetzt geht es nur noch darum, wir bringen das letzte Teil auf 17. Ja? Ihr werdet gleich sehen, wir haben mehr als genug Material. Also er sagt jetzt hier Arkesia-Tour, brauchen wir nicht. Und dann K drücken könnt ihr machen, ist aber auch nicht relevant. Wir skippen. Alt-Q ist auch nicht relevant. So, jetzt will der das hier 16-20 erreichen. So, wir haben 62 von denen, die reichen locker. Ja? Selbst wenn wir Full-Pity gehen. Wir sollten die Bücher schon auswählen. Jetzt habe ich den Haken nicht drin. Ah, ich bin da ein bisschen hibbeliger. Wir ja, drücken durch, ja, Gepity ist egal, so. 15,60 erreicht, wir nehmen die Kiste entgegen. Wir öffnen die Kiste natürlich direkt, weil wir die Materialien brauchen. Und direkt wieder rein. Jetzt könnt ihr upgraden bis plus 19, ja. Rein theoretisch alles plus 18 machen. Ist günstiger für euch, falls ihr wirklich Full Pity geht. Aber ich mache immer plus 19, automatisch. Weil eigentlich die Materialien reichen sollten. Aber alles plus 18 machen, nächste Kiste abholen, alles plus 19 machen, fertig sein. Ja? Letzte Kiste abholen ist eigentlich. So. Hat gerade so gereicht, wir haben Glück gehabt. 1, 2, 3, nice. 3 Taps sind gut. Sehr, sehr gut. 1. Nach den 3 Taps gibt es erstmal wieder einen Pity. Sehr, sehr geil. Ja, kurz vor Pity. So, der ist Stufe 19 und jetzt, wenn ihr auf Stufe 20 gehen wollt, sagt er, halt, 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 es gibt ein besseres Gear, bitte macht das nicht. Ja? Also macht das bitte auch nicht. So, gehen zum nächsten, wir wählen das aus. Oh, er one-tappt direkt. Let's freaking go. So, und ihr könnt ja anhand des Timestamps, double one-tap. Anhand des Timestamps könnt ihr ja sehen, wie schnell wir hier durchgekommen sind. Ich denke, so 12 Minuten, 13 Minuten werden wir gebraucht. Ich kann es nicht genau sagen. Aber so 12, 13 Minuten gehe ich auf jeden Fall von aus. So, das auch auf 19. Und wir brauchen schon fast nicht die nächste Kiste abholen. Sind schon durch. So viele One-Taps hatten wir. Aber selbst wenn nicht, ja, selbst wenn es nicht klappt, hier sind nämlich Shards gerade das Problem. Nehmen wir die Kiste entgegen, die kriegt ihr ab 15,60. Ich bin jetzt 15,75 schon. Ja. Ab 15,70, sorry. Und dann habt ihr mehr als genug Shards. Ihr seht das, 200.000 Shards, absolut easy. Und jetzt drückt ihr einfach durch. Fertig seid. So. Das Ganze ist sehr, sehr simpel. Das Einzige, was nervt, ist das Geklicke von der Maus. Das stört mich. So ein bisschen. Ihr könnt halt mit dem Klicken könnt ihr skippen. Wäre halt cool, wenn man das Skippen auf eine Taste legen könnte, so wie Leertaste oder so. Aber dann würde mich das wahrscheinlich auch nerven. So.
Und das letzte Teil geht natürlich Pity, so wie ich das kenne. Sehr, sehr gut. Das ist ein gutes Zeichen. Wir haben noch sehr, sehr viele Materialien übrig. Ja, wir haben noch mehr als genug. Wir haben noch 180 Sprungsteine und so übrig. Wir sind aber jetzt bei einem Item-Level von 1580. Was ihr jetzt bekommt, ist folgendes. Ihr bekommt die gute Kiste. Ja. Diese Kiste gibt euch die 2000 Gold, die ihr haben wollt. Wir sind jetzt bei 4000. Ihr bekommt Upgrade-Materialien. Ihr bekommt das neue Set. Ja. Gehen wir davon aus, ihr wollt ein neues Set haben. Dann wählt ihr das Ganze bitte aus. Ersetzt die ganzen Sachen und die alten könnt ihr einfach wegschmeißen, wenn die nicht relevant sind. Jetzt seid ihr ein Item-Level von 1585. Ja. Wir gucken mal eben kurz über die Qualität drüber. Ist hier irgendwas Krasses dabei? Nein, ist nicht. Also könnt ihr einen Haken reinmachen und die Sachen einfach wegschmeißen. Wenn die Qualität besser sein sollte, ja, gehen wir davon aus, irgendwas, was besser ist? Wahrscheinlich nicht. Rein theoretisch, die Qualität ist besser. Dann macht ihr folgendes. Ihr geht zu dem Upgrader hier. Ja. Quatscht mit dem und sagt zu dem, ich möchte bitte Ausrüstungsübertragung machen. Ihr wählt das neue Gear aus, das ist das Plus 12er. Packt das alte Gear, wird euch automatisch angezeigt, das kommt hier rein und dann übertragt ihr ausschließlich die Qualität, weil das Item-Level höher wäre. Ja? Jetzt habt ihr ganz viele Quality-Upgrade-Materialien bekommen. Jetzt könnt ihr das, was ich euch gesagt habe, machen rein theoretisch. Jetzt ist der Zeitpunkt. Ihr pusht einfach die Qualität und guckt, vielleicht kriegt ihr ja eine gute Quality. Ja? Ich habe 40 Klicks auf die Waffe. Ich kriege natürlich einen Punkt, weil das Spiel mich liebt. Ich habe jetzt ich habe auf dem Hauptserver endlich mal eine 100er Waffe bekommen, auf dem Striker. Ich bin sehr, sehr zufrieden, deswegen kann mich das hier gar nicht mehr stören. Oh mein Gott. Und ich ziehe natürlich eine 100er Waffe hier. Das ist mein Leben. Das ist ja wieder toll. Das ist ja richtig nice. So einfach kann das gehen, Chat. So. Und das zieht ihr jetzt komplett durch, bis ihr zufrieden seid. Also ich würde persönlich, wenn ich Support spiele, die 100er Waffe ist mir egal, ja. Aber ich würde persönlich, wenn ich Support spiele, schauen, dass ich hier ungefähr eine 80er bis 90er Quality auf der Ausrüstung bekomme. Ja, das wäre ganz nice. Wenn nicht, dann nicht. Ihr seht gerade, wir haben 6% und er möchte gerade keine Quality Upgrades geben, nachdem er die 100er Waffe gegeben hat. So kann es natürlich auch funktionieren. Ich habe letztens auch 80 Klicks in einen Teil gesteckt und das ist bei 65 geblieben. So, wir sind bei 74, blau ist erstmal okay. Wir gucken, wieder 70 ist auch okay. Wir gucken, dass wir erstmal alles auf blau kriegen. Wenn es auf blau ist, ist schon mal gar nicht so schlecht. Ja, 72 ist auch fein. So, blau ist erstmal die Richtung, die wir haben wollen. Und dann gucken wir, dass wir auf lila upgraden, sodass wir nach und nach in die Richtung kommen, in die wir gehen möchten. Hier haben wir das Problem, dass der nur noch 3% oder 3,5% hat. Leider Gottes. So, bevor ich hier weitermache, mache ich den Helm eben kurz weiter, weil der eine bessere Upgrade-Chance hat, 10% sogar noch. So, der ist bei 73, jetzt können wir auf die Schultern gehen, hoffen, dass die vielleicht weitergeht. Wahrscheinlich nicht, 72, so. Immer das niedrigste Teil nehmen, weil ihr da die höchste Upgrade-Chance habt. Natürlich, die Chance, einen bestimmten Wert zu erreichen, ist immer identisch, ja. Wenn ihr 100% haben wollt, hat das hiermit nichts zu tun. Diese 3,02% bedeutet nur, dass er von 70 auf 71 springen kann mit dieser Chance. Die Chance auf 100 zu kommen ist immer 0,08%. Ob ihr es herstellt, ob ihr upgradet, ob ihr bei 1 anfangt, 0 anfangt, 75, 95, egal. Ihr habt immer eine Chance von 0,08% 100% zu hitten. Ja, das ist ganz wichtig. Also diese Prozent haben nichts damit zu tun, ob ihr 100 erreicht oder nicht. Es fühlt sich natürlich besser an, wenn ihr ein Upgrade hinbekommt und deswegen sind diese Prozente wichtig. Ich weiß nicht, warum die das anzeigen, aber jetzt zum Beispiel, oh mein Gott. Oh mein Gott, natürlich. Natürlich im Video. Ich habe auf Main zum Beispiel, nur so, damit ihr Bescheid wisst, ja. Eine 99er Helm, eine 99er Brust, 98er Schultern, 95 und ich glaube 98. Ich kriege, und die Waffe ist auf 93 oder so, aber Waffe ist egal. Ich bekomme auf dem Main keine 100% hin. Und hier natürlich direkt schon zwei Stück. Es ist, dieses Spiel hasst mich. Das ist so witzig. Wir drücken nochmal weiter. Aber rein theoretisch könnte man hier dann überlegen, okay, die Quality ist relativ gut, also die ist nicht gut, eigentlich nicht gut, ich möchte die nicht haben. Ich würde alles auf 90 haben wollen und nicht auf Subillo. Aber man könnte zum Beispiel, wenn das ein Damage-Dealer wäre, könnte man überlegen, okay, 100er Waffe, vielleicht mache ich den zu Main, weil die Quality kann man immer mal wieder drücken, ja, die kostet fast nichts, aber hier kommst du halt nicht weiter, ne? So. Okay. Jetzt haben wir das erreicht, jetzt müsst ihr euch überlegen, reicht uns das? Wir haben die 15 Minuten oder so ausgekostet. Reichen mir die 2000 Gold oder, by the way, hier könnt ihr die, hier sind die 3000 Gold, ja, ihr müsst dafür nur 150 Punkte sammeln. Kriegt ihr durch Chaos Dungeon und so.
Oder möchte ich jetzt noch ein bisschen zusätzliches Gold farmen? Das zusätzliche Gold könnt ihr über Alt-Ü. Zum Beispiel, ich würde euch die beiden Raids empfehlen. Ja? Brailchaser ist relativ simpel. Link ist in der Videobeschreibung zu dem Guide von Brailchaser, damit ihr da relativ zügig durchkommt. Und Kayange genau dasselbe. Ihr bekommt für Brailchaser 1 bis 4 3680 Gold, ja, wenn ihr es komplett abschließt. Und für Kayange bekommt ihr 2800 Gold ungefähr. 2600, 2800 Gold. Das heißt, ihr könnt hier nochmal gute 6000 Gold rausholen, wenn ihr möchtet, zu den 2000, die ihr sowieso bekommen habt. Und das auf jedem eurer Charaktere, wenn ihr die, beziehungsweise auf den ersten drei Charakteren. Weiß gar nicht, wie das mit dem Gold-Earner hier ist. Wenn ich mit dem Gold verdient habe und den nächsten beiden Gold verdient habe. Ne, warte mal, 6 Charaktere können ja Gold verdienen. Ja, funktioniert. Das heißt, ihr könnt 30.000 Gold in einer Woche machen, beziehungsweise plus die 40.000 Gold. Sehr, sehr nice. Also ist sehr, sehr gut. Das würde ich mir überlegen, ja. Ich persönlich habe mir nicht die Mühe gemacht, ich bin kein Raid gelaufen, ich habe einfach jeden Tag 5 Charaktere erstellt, 50 Minuten und das Ding war durch für mich nach einer Woche. Fertig. Ja? Und ich habe relativ viel Pech gehabt auf dem Main-Server, also beziehungsweise auf meinem Charakter, den ich übertragen möchte. Mich nervt gerade, dass der 2x100er Quality geht. Der Vorführeffekt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte alle Infos klären. By the way, und das ist ganz, ganz wichtig, da wir jetzt aktuell noch nicht wissen, wie das mit dem Übertragen funktioniert, werde ich, sobald das am 23. Oktober rauskommt, ein Video dazu machen, wie ich meinen Charakter übertrage. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Haltet aus schon nach dem Video. Ja. Da werdet ihr alle Infos bekommen. Wie gesagt, ihr habt unendlich viel Zeit bis zum 25. Also ihr könnt vom 23.10. bis zum 25.11. euren Charakter übertragen. Das heißt, ihr habt bis Ende November Zeit, euren Charakter noch zu transferieren und zu pushen und zu leveln und was auch immer. Ja? Und am 27. November gehen die Server dann down. Also gehen die Ignite-Server dann down. Ja? Bis dahin habt ihr Zeit. Gut, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ganz viel Gelaber nebenbei. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen absolut fantastischen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Tschüssi.